Hallo, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im Kapitel Haut und Haare, es geht um Akne und es werden die Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und ich bin angekommen bei Antibiotika in Klammern äußerlich. Antibiotikahaltige Cremes, Gel, Lösungen und Salben töten die Entzündungsbakterien in Aknepickeln ab und können die Hautprobleme auf diese Weise abklingen lassen. Clindamycin und Erythromycin sind mit Einschränkung geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne, nur zur zeitlich begrenzten Anwendung, wenn geeignete Mittel zum Auftragen nicht ausreichend wirken. Es können Hautreizungen und Resistenzen auftreten. Und Nadifloxacin, mit Einschränkung geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne, nur zur zeitlich begrenzten Anwendung, wenn geeignete Mittel zum Auftragen nicht ausreichend wirken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Resistenzen auch gegen innerlich wirkende Chinolone entwickeln. Die erwähnten Mittel sind nur mit Einschränkungen geeignet. Es besteht die Gefahr, dass die Bakterien rasch gegen den jeweiligen Wirkstoff oder ein Antibiotikum aus der gleichen Wirkstoffgruppe unempfindlich werden, vor allem bei langfristiger Anwendung. Wichtig zu wissen: Alle äußerlich anzuwendenden Antibiotika sollten bei leichter bis mittelschwerer Akne sehr zurückhaltend und nie länger als 8 bis 12 Wochen eingesetzt werden. Arzneimittel mit Nadifloxacin setzen Sie die behandelte Haut nicht der Sonne aus. Auch auf verletzter, rissiger oder aufgeschürfter Haut dürfen Sie die Präparate nicht anwenden. Arzneimittel mit Clindamycin treten nach der Anwendung blutige Durchfälle mit Bauchkrämpfen auf, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Es könnte sich um eine gefährliche Reaktion des Darms auf das Antibiotikum handeln. Wichtig zu wissen: Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Clindamycin nicht anwenden. Es liegen nur wenige Erfahrungen vor. Das gilt auch für Nadifloxacin. So, es geht weiter mit Antibiotika innerlich. Bis später.